diesem Video zeigen wir dir unsere Top-Highlights für den nächsten Städtetrip nach Marrakesch. Wir waren für knapp 3 Tage in der beliebten marokkanischen Stadt, die du innerhalb von 4 Stunden per Flugzeug von Berlin aus erreichen kannst. Marrakesch bietet labyrinthartige Märkte, schöne Gärten, die wie Oasen in der sonst so lebhaften Stadt versteckt sind, leckeres sowie authentisches marokkanisches Essen und ein einzigartiges orientalisches Flair. Unser erstes Highlight in Marrakesch, welches du dir in keinem Fall entgehen lassen solltest, ist der Chemma El Fna, einer der größten und belebtesten Plätze in ganz Afrika und der Welt. Während der Chemma El Fna tagsüber durch zahlreiche Gaukler geprägt wird, verwandelt er sich abends in einen riesigen Marktplatz. Ein absolutes Muss für deinen Trip sind auch die Souks, die bunten Märkte von Marrakesch. Nirgendwo sonst in Marokko sind die Märkte derart weitläufig, vielfältig, farbenfroh und geruchsintensiv. Neben den zentraleren Souks solltest du auch die versteckteren Märkte, die sich auf bestimmte Waren spezialisiert haben, suchen. Auf dem Souk für Eisenwaren kannst du dich beispielsweise in einem Meer aus Lampen verlieren und beobachten, wie diese hergestellt werden. Auf dem Souk für Stoffe kannst du dir erklären lassen, wie die Seide im klassischen Verfahren gefärbt wird und anschließend die Schals anprobieren. Und nicht zuletzt kannst du dein Verhandlungsgeschick testen und mit etwas Glück dir vergleichsweise günstig einen Original-Berber-Teppich auf dem Souk Serabia kaufen. Absolut sehenswert ist auch der Jardin Majorelle. Der Garten ist vor allem für sein Kobaltblau berühmt, das auf den französischen Maler Jacques Majorelle zurückgeht, der die kleine Oase bereits 1923 angelegt hat. Später wurde der Garten von niemand anderem als Yves Saint Laurent restauriert und beherbergt seitdem über 300 verschiedene Pflanzenarten von allen 5 Kontinenten. Da der Jardin Majorelle ein Must-Do in jedem Reiseführer ist, solltest du deinen Besuch, wenn möglich, gleich zur Öffnung um 8 Uhr planen. Auf Platz 4 unserer Liste landet der Bahia Palast, welcher als einer der schönsten in Marokko bekannt ist und einen Hauch des früheren orientalischen Luxus erahnen lässt. Das Gebäude wurde im 19. Jahrhundert errichtet und später um ein Hammam, eine Moschee sowie zahlreiche Gärten erweitert. Mit einer Fläche von 8000 Quadratmetern und über 160 Räumen war der Palast einer der größten seiner Zeit. Zu den architektonischen Highlights zählen die kunstvollen Mosaike, die bunten Marmorfliesen und die aufwendigen Stuckarbeiten aus Zedernholz. Nur 200 Meter entfernt vom Chemma El Fna befindet sich die Koutoubia Moschee, das religiöse Wahrzeichen sowie mit 77 Metern das höchste Gebäude von Marrakesch. Leider dürfen nur Muslime das Gotteshaus betreten, weshalb uns ein Besuch der Innenräume nicht möglich war. Dennoch lohnt sich der kurze Abstecher, um die Koutoubia und dessen umliegenden Park zu erkunden. Für uns ebenfalls nicht geöffnet waren aufgrund eines religiösen Feiertages die Sadiergräber, die wenn möglich aber auf deiner To-Do-Liste stehen sollten. Eher ein Geheimtipp ist hingegen das Maison de la Photographie, ein Fotomuseum, das in wechselnden Ausstellungen zu einer Zeitreise in die Vergangenheit Marokkos einlädt und fotografische Schätze aus der Pionierzeit der Fotografie zeigt. Allerdings ist das Museum nicht nur für Fotoliebhaber interessant. So bietet die Dachterrasse des Museums einen tollen 360-Grad-Blick über Marrakesch und bei gutem Wetter ist sogar das 50 Kilometer entfernte Atlasgebirge zu sehen.
Eine Oase der Ruhe inmitten des Altstadtwimmels ist der Jardin Secret. In dem einstigen Innenhof eines Palastes, der zu einer Gartenanlage umgebaut wurde, kannst du dich von der wuseligen Medina erholen. Zwei weitere Highlights sind die Ali Ben Yusuf Medersa sowie ein Ausflug in das Atlasgebirge oder die Wüste. Vor allem von den Ausflügen haben wir Tolles gehört und gesehen und können diese wärmstens fehlen.